Hallo, hallo. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich war mal wieder im Kino und deshalb gibt es jetzt von mir die Review zu Godzilla. Als erstes fangen wir wieder mit der Handlung an. Es beginnt im Vorspann schon mal damit, dass man erkennt, dass die früheren Atombombentests, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die gar keine Tests waren, sondern irgendwas anderes. Und dann springen wir weiter zum Jahr 1999. Da lebt der Erdbebenforscher oder Erdbebensicherheitsbeauftragte für ein Atomkraftwerk, ich glaube, das war so einigermaßen richtig, in Japan mit seiner Familie. Seine Frau arbeitet auch in dem Atomkraftwerk. Und an dem Tag kommt es halt zu einer Katastrophe. Das Atomkraftwerk stürzt ein und die Frau stirbt. Der Mann hieß Joe Brody, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Dann springt man halt wieder 15 Jahre später ins Jetzt. Also man springt ja, es sind keine kurzen Sequenzen, aber man sieht halt schon den Weichen, aber das nächste fängt dann halt 2014 an, ich glaube, ja. Und da sieht man halt, dass der Joe Brody, dass der immer noch damit beschäftigt ist, diese Katastrophe von damals zu untersuchen, weil er der Meinung ist, das kann nicht vom Natürlichen kommen. Das war kein Tsunami, das war kein irgendwas anderes, was man auch schon alles im Trailer sieht, dass der das sagt, dass es gar nicht so stimmen kann. Weil er halt aber auch nicht über den Tod seiner Frau hinwegkommt. Sein Sohn, der ist inzwischen Bomben, irgendwas für die Army, also der macht da irgendwas mit Bomben. Ich glaube, der entschärft die. Lebt in Amerika, ich glaube in Los Angeles. Bin mir nicht ganz sicher, will jetzt auch nichts Falsches sagen, oder San Francisco, irgendeins von beiden. Und wird dann halt aber eines Tages von der japanischen Polizei angerufen und da wird halt gesagt, da muss sein Vater abholen, da wurde verhaftet. Dann fliegt er halt nach Japan und da erzählt der Vater dem das halt, dass der nicht glaubt, dass es was Natürliches war und dass der unbedingt ins Sperrgebiet muss, um seine alten Forschungen rauszuholen. Weil, beziehungsweise seine alten Aufzeichnungen, weil die haben früher und die da auch gelebt im Sperrgebiet. Und da gehen die dann halt zusammen rein und mehr kann man nicht unbedingt von der Handlung erzählen, weil das ist wirklich, also ich finde den Film top. Und es ist aber auch wichtig, dass man nicht allzu viel von vorne weg weiß. Und ja, deshalb kommen wir jetzt gleich zu meiner Meinung. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde den Film top, yay! Und wir haben mir den Dolby Atmos angeguckt. Und die Karten waren wirklich sehr teuer, aber ich finde, das hat sich auch gelohnt. Also vom Ton her, das war einmalig, das war gerade wenn Godzilla schreit, dann war, also hat mir sehr gefallen. Nee, und was mir auch gefallen hat, dass man Godzilla im Ganzen, also wirklich so erst wirklich meiner Meinung nach recht spät sieht. Selbst im Trailer sieht man den ja nicht so oft oder nicht wirklich so im Ganzen. Das finde ich auch, fand ich auch schon im Trailer toll. Und fand ich auch gut, dass die das so gemacht haben, dass man halt sich, man fragt sich die ganze Zeit, wie sieht denn der nur wirklich aus und so. Und ja, der ist nicht das einzige Monster, also es tauchen noch mehrere Monster auf, die auch kämpfen. Und ich finde, ich dachte am Anfang mal, da haben die, wurde irgendwie kurz gekämpft und dann wurde irgendwie zu einer anderen Frequenz geschaltet, Sequenz geschaltet. Und dann dachte ich am Anfang immer, wollen die uns die Kämpfe jetzt nicht zeigen? Ist denn das zu teuer, das zu animieren oder digitalisieren oder wie auch immer die das machen? Und so, aber dann natürlich wollen sie das aufheben, dass man dann am Ende die Kämpfe, also dass man nicht viele kleine sinnlose Kämpfe sieht, sondern die Endhauptkämpfe, dann haben die sich dann sehr viel Mühe gegeben, die waren wirklich toll. Und ja, irgendwie weiß ich nicht so richtig, was ich sagen kann, ohne dafür allzu viel zu spoilern. Und dann, ja, also, der Film ist toll, der Sound ist toll, ich weiß nicht, Animation ist es ja nicht, die Darstellung ist toll. Man sieht zum Beispiel auch, ja, am Anfang, wo diese japanische Stadt, die ist ja in Quarantäne bzw. Sperrzone und da ist die ja total verfallen und das hat mir auch sehr gefallen, wie die da so rüber gehen und dann die verfallene Stadt haben die sehr schön gemacht und ja, ich finde den Film toll und ich finde auch, die Monster sehen wirklich sehr gut aus und die Kämpfe und
die Zerstörungswut und finde ich alles sehr schön. Und dann fand ich auch meine Lieblingsszene war ja, ja, wie erzähle ich das jetzt ohne irgendwas zu verraten, wo ein Monster diesen Sohn, also der Ford hieß der ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, fast sieht und ihm sehr nahe kommt. Und dann kommt halt Godzilla und dieser eine Moment, der war eigentlich mein Lieblingsteil aus dem Film. Mein Lieblingskurzes Stückchen, also der ganze Film war toll, aber das hat mir halt besonders gefallen, wo auf einmal dieses Licht da im Hintergrund und dann wurde aufgelöst, woher das Licht kam, das fand ich super. Ja, gut. Kommen wir jetzt eigentlich auch gleich zum Fazit. Wenn ich ja eh nicht so viel verraten möchte, kann ich ja auch nicht allzu lange drüber reden. Fazit ist auf alle Fälle für die Fans von dem Original Godzilla. Ich habe ihn zwar nie gesehen, aber mir wurde gesagt, dass der 2014er Godzilla ja wirklich sehr nah an das Original rankommt. Deshalb sage ich, für die Fans vom Original Godzilla ist das ein absolutes Muss. Und für alle, die halt Monsterkämpfe im Kino mögen, auch unbedingt im Kino angucken. Und dann, aber ich bin eigentlich nicht so der Monster-Guck-Mensch. Aber trotzdem fand ich das, ich fand ja schon den Trailer fand ich toll, wie dann am Ende die Godzilla-Schrift stand und der Schrei von Godzilla. Das fand ich schon toll und wen der Trailer angesprochen hat, für den ist der Film auf alle Fälle was. Und wenn geht in Dolby Atmos, da kommt der Sound von den Schreien, kommt da am besten rüber. Ja, also da bin ich durch und ich würde sagen, angucken. Also ich finde ihn auf alle Fälle super, habe aber auch schon gehört, dass jemand den nicht so toll fand, konnte aber noch nicht so wirklich drüber reden, warum. Ich bin da noch nicht dazu gekommen, aber ich würde einfach jedem empfehlen, teuer, wenn ihr Dolby Atmos anguckt, aber einfach nur top und empfehlenswert. Und deshalb wünsche ich euch jetzt einen schönen Kinogang, denn ich hoffe, ihr geht in den Film. Und bei dem mehr von mir sehen, drückt den Abo-Button. Ciao, ciao!